Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Heute möchte ich ein Tool vorstellen, was ich momentan für meine Arbeit selbst sehr viel nutze, da es mir mehr Flexibilität gibt und ich relativ einfach und schnell Voice-over-Aufnahmen erstellen kann, die sehr professionell klingen. Ich habe die Auswahl zwischen verschiedenen Sprecherinnen und Sprechern und kann relativ einfach durch die Eingabe von Text mir ein Voice-over erstellen lassen. Zuallererst gehen wir aber mal hier auf die linke Seite und gucken, was wir hier für Auswahlmöglichkeiten haben. Stimmen und Sprecherinnen und Sprecher finden wir hier auf der linken Seite unter dem Punkt Voices. Wenn ich da drauf gehe, komme ich in das Voice Lab. Hier sind meine Sprecherinnen und Sprecher, die ich mir selber ausgewählt habe bisher. In Deutschland ist das Tool noch etwas limitiert, aber es gibt trotzdem auch einige professionell klingende Stimmen, die man für die deutsche Sprache nutzen kann. Wenn wir gucken möchten, was es hier für Stimmen gibt, können wir hier oben auf die Voice Library gehen und sehen dann hier auch schon, hier gibt es dann auch professionelle Sprecherinnen und Sprecher, zum Beispiel eine TV-Actress, die für Disney's Kim Possible spricht. Wir können uns das Sample mal anhören. Hey there, it's Christy Carlson Romano. You might recognize me from Disney's iconic animated series Kim Possible. Und so findet man hier ganz viele unterschiedliche Stimmen. Don't smother each other. No one can grow in the shade. Die man dann eben für sein Voiceover nutzen kann. Wenn man diese hinzufügen möchte, kann man hier einfach auf den Punkt Add to Voice Lab gehen und kann sich diese dann hier unter Speech auswählen. Ich gehe jetzt mal hier drauf und ich habe hier bereits ein paar Stimmen angelegt. Ich nehme mal Frederik und lasse von Frederik ein Voice-Over einsprechen. Wenn ich hier auf Generate Speech gehe, dann liest er mir diesen Text vor. Dieses Tool funktioniert richtig gut. Und wir hören, dass er ein Voice-Over in wirklich hoher Qualität aufgenommen hat. Das kann ich mir jetzt runterladen, indem ich hier unten auf diesen Punkt gehe. Meiner Erfahrung nach funktioniert es besser, wenn man kurze Sätze einbaut, als einen langen Fließtext. Wenn wir uns das jetzt in einer anderen Stimme anhören möchten, dann können wir unten auf den Reiter gehen und hier zum Beispiel Luisa auswählen und uns von ihr mal das Ganze vorlesen lassen. Dieses Tool funktioniert richtig gut. Und wenn wir hier runter scrollen, finden wir noch weitere Stimmen, die wir hier nutzen können. Unter dem Punkt Voices können wir uns auch eigene Stimmen erstellen lassen, beziehungsweise Aufnahmen, die wir haben, klonen lassen. Wenn wir hier auf Instant Voice Cloning gehen, dann können wir hier Audio-Files von Sprechern einspeisen und können diese dann von der KI transferieren lassen und hier eine eigene Sprecherin oder einen eigenen Sprecher anlegen. Dieses Tool ist am Anfang kostenlos nutzbar. Ihr könnt die ersten Voice-Over-Aufnahmen kostenlos generieren. Nach ca. 10.000 Zeichen ist dann euer Free-Account aufgebraucht und ihr müsstet dafür ein Abo abschließen, was für den Anfang $5 kostet. Falls dieses Tool für dich interessant ist, teste es doch mal aus. Wenn ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis bald!